Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Sorry, dass Sie mein Gesicht heute nicht sehen können. Also sorry nicht. Ich meine, Sie werden vermutlich glücklich sein, aber ich bin leider krank hier mit Schnupfen und Grippe und es wäre ein Horrormovie, wenn Sie heute mein Gesicht sehen würden. Aber es ist nicht so wichtig, weil wir heute über etwas reden, was bekanntes Thema ist. Und auch sicher interessant. Das ist eine Chart von SP 500. Und hier sieht man Tagesbalken, Kerzen. Und wie Sie können sehen, dass wenn zum Beispiel ein Tag in Gap-Up öffnet, das heißt Open des Tages hier oben links, höher als Hoch des vorherigen Tages ist, dann, das bedeutet normalerweise, dass der Markt stark ist. Und in der Tat ist es hier dann gestiegen. Und auch hier zum Beispiel sehen Sie das nochmal, hier auch. Und im Gegenteil, wenn es unten niedriger als Tief des Tages öffnet, dann ist der Markt schwach und er ist hier runtergefallen. So wie auch andere Beispiele finde ich jetzt gerade nicht. Ah, hier zum Beispiel, okay. Und hier ist schon weitergefallen und so weiter. Und das ist die Theorie und die macht auch Sinn. Ich meine, heute in der Früh öffnet der Markt über hoch von gestern. Das lässt mich vermuten, dass der Markt stark ist. Und so ist alles in Ordnung. Was hat aber Larry Williams entdeckt, getestet und also an uns erklärt? Er sagte, ja, das ist alles wahr. Aber was passiert, wenn dann die Bewegung in der andere Richtung geht? Und das sehen Sie ein Beispiel hier zum Beispiel. Open war höher als hoch des Tages, aber dann ist alles sehr tief runtergefallen. Die Theorie von Larry Williams ist also, dass wenn wir sehr hoch öffnen und dann die Kurse wieder runterfallen, und hoch von gestern erreichen, das heißt, dieses Gap wird geschlossen, dann sagt der Markt, ups, ich war falsch. Und in dem Fall geht es dann normalerweise sehr stark in der andere Richtung. Also Stärke hat man gedacht, plötzlich sieht man, dass unsere Idee falsch war und alles geht in der andere Richtung. Was also Larry Williams empfiehlt, ist, falls wir in Gap Up oder Gap Down natürlich öffnen, dann hier platzieren Sie ein Stop Sell bei hoch von gestern. Falls es ausgeführt wird, schließen Sie dann, er sagt, beim ersten Profitable Open, das heißt am ersten Tage, wo die Position in Gewinn ist, oder mit einem Stop Loss, der in dem Markt richtig platziert ist. Okay. Funktioniert das? Hat das jemals funktioniert? Funktioniert es immer noch? Ein Test können wir auf der S&P 500 zeigen und das ist das Test. Da arbeiten wir mit einem 3500, sorry, Stop-Loss. Das sind 14 Punkte von S&P 500. Okay? Lassen wir mal die Maschine testen und das ist die Equity-Linie von 82 bis heute. Und Sie sehen, die ist eigentlich immer ziemlich gut gestiegen, besser long als short, aber generell, auch wenn wir hier Jahr per Jahr kontrollieren, sieht man, dass es ungefähr immer Geld verdient hat. Okay? Also, sollte klappen, aber Moment mal, SP 500 handelt heute kein Mensch mehr und alle handeln Mini-S&P 500. Also nehmen wir also Mini-S&P 500. In dem Fall müssen wir dann erstmal die Stop-Loss-Größe ändern auf 700, ein Fünfter ist das interessant. Und auch, würde ich sagen, die Gebühren nicht mehr so hohe, sondern okay, 25. Okay. Nochmal Save und Run. Es gewinnt immer noch Geld. Die Equity-Linie sieht aber nicht mehr so gut aus. Und die startet auch später, aber das wissen wir,
da mein S&P 500 erst in 98 angefangen hat zu handeln. Diese Equity-Linie ist nicht so schön. Sehen Sie hier auch Long und Short. Und was fällt uns hier, was kann uns hier einfallen? 4,9 Trades am Jahr. Fünfmal am Jahr handelt das. Was ist denn da passiert? Warum war es vorher so gut und jetzt plötzlich geht es nicht mehr? Das Problem hier liegt an den Uhrzeiten, an den Handelszeiten von Mini S&P 500. Das handelt in der Tat 23 Stunden am Tag. Also die Öffnung von einem Tag kann natürlich sehr nah sein in der Nähe von dem Hoch oder Tief. Es gibt wenige Möglichkeiten, dass ein Gap Up oder Gap Down stattfindet. Das wäre auch im Forex so. Aber dann kann ich sagen, gut, okay, so schlimm ist das aber nicht. Ich kann auch nur die elektronische, die Tagessession, Day Session nehmen, die bei hier in Europa bei Wall Street Open um 15:30 Uhr startet. Auf diesem arbeite ich jetzt und kontrollieren wir, was hier in dem Fall passieren würde. Schon 52 Trades. Das heißt, wir haben 10-mal so viel gearbeitet, aber verdient eigentlich, ja, es geht nach oben, aber es ist nicht so schön. Long funktioniert noch ziemlich gut, würde ich sagen. Auf Long haben wir 24.000 Euro, Dollar, sorry, gewonnen, aber bei der Short-Seite hatten wir Geld verloren. Also auf Mini S&P 500 funktioniert das auf der Day-Session, aber es ist nicht so gut, wie wir denken könnten. Was wäre bei uns auf dem DAX? Warum DAX? Weil DAX sehr dynamisch ist und hatte, Entschuldigung, eine längere Schließzeiten in der Nacht. Am Anfang, ich meine, in den letzten Jahren war DAX Future von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends aktiv und dann war zu. Also es gab wohl eine gute Möglichkeit, ein Gap Up oder Gap Down in der Früh zu erfahren. In dem Fall habe ich eine 5-Minuten-Chart hier. Gut, fangen wir mit dieser oben links an. Und ich habe diesen Code hier mit 1500 Euro Stop-Loss. Das sind 60 Punkte vom DAX. Und das öffnet die Position erst am Anfang des Tages nach den ersten 5 Minuten. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, im Fall wir in Gap Up oder Gap Down sind. Und anders als was Larry Williams empfiehlt, schließt die Positionen Ende des Tages. Okay? Ende des Tages wird alles flatgestellt. In dem Fall wird nur gemessen, wie eigentlich stark dieses Setup ist. Und was wäre hier in den Jahren passiert mit diesem Code, sehen wir sofort in dem Report hier. Hat Geld verdient, das ist die Equity-Kurve. Okay, die war schon gut, würde ich sagen. Was aber nicht so gut ist, ist hier, was in den letzten Zeiten passiert ist. Oder mindestens, was in 2019 passiert. Das ist nicht so gut. Aber, würde ich sofort sagen, Moment mal, aber ab Dezember startet DAX nicht mehr um 8 Uhr, sondern um 1 Uhr in der Nacht. Also diese geschlossene Zeiten sind jetzt geringer. Vielleicht haben wir hier ein ähnliches Problem zu dem Problem von dem Mini S&P 500. Es kann sein. Was habe ich also getan? Ich habe eine neue Chart hier, die nur ab 8 Uhr startet. Also es ist eine Cut Session, wie man das auf Englisch hat, eine geschnittene Handelszeit, die um 8 Uhr startet, wie es immer war. Und nur auf diese Daten arbeite ich. Also mein Tag ist jetzt immer noch von 8 bis 22 Uhr. Mit dieser Methode, hoho, mit dieser Methode hatte ich noch Geld verdient, auch in 2019. Und noch besser, wenn Sie das nicht erinnern, in 2018. Und das war meine Equity-Kurve, die auch besser aussieht, natürlich hier in den letzten Zeiten. Die anderen Jahre sind natürlich gleich, weil in dem Fall war die Session genauso wie bei uns hier. Die Monate, vielleicht kann man kontrollieren, Dezember, was in Dezember war, kontrollieren wir ganz schnell. Dezember war der erste Monat,
wo die Sachen sich geändert hatten. Dezember in dem Fall war leicht im Verlust, 150 € Verluste. Im anderen Fall, wo wir mit der kompletten Session handeln, da hatten wir 3.000 € verloren. Also es ist sicher besser, immer noch ab 8 Uhr zu starten, statt 1 Uhr in der Nacht, wie es heute aussieht. Aber wenn ich sowas sehe, dann sage ich sofort, Moment mal. Und wenn ich noch kürzer arbeite, oder noch besser, DAX Future startet um 8 Uhr, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass die Aktien auf dem DAX-Index später starten. Also, wie wäre es, wenn ich eine neue Cut-Session nutzen würde, eine neue geschnittene Session, ab 9 Uhr bis 22 Uhr? Und das habe ich hier unten getestet. Und hier, was passiert hier? Hier passiert, dass wir in 2019 sogar noch fast 6.000 € verdient hätten, soweit. In nur knapp 2 Monate. Die Equity-Linie hier sieht noch besser aus. Also, ein Ups von Larry Williams mit 1.500 € Stop-Loss, 60 Punkte, mit einer Tagesbalke, die um 9 Uhr startet, bis 22 Uhr, wäre die beste Lösung von den drei, die wir soweit gesehen haben. Die beste Lösung. Position wird Ende des Tages geschlossen, wenn sie nicht früher ausgetoppt wird, natürlich. Also, da habe ich noch weiter gedacht, weil ich bin immer neugierig und ich habe sogar noch eine Cut-Session, die um 9 Uhr startet und nur bis 17.30 Uhr weitergeht. Also ich habe alle Daten nach 17.30 Uhr gelöscht, rausgeschnitten und auf den übrigen Daten habe ich die Strategie getestet. Und hier sieht man, dass die Ergebnisse wieder schlechter sind. Sie erinnern, es waren 100.000, hier sind 41.000. Die Equity-Linie sieht wohl hier gut aus, aber sie war sehr schlecht in den letzten Zeiten, am Anfang in der Mitte hier. Und Jahr per Jahr, obwohl sie noch in der letzten Zeit gut verdient hat, aber am Anfang war es nicht so gut. Also diese Lösung ist in den letzten Zeiten besser, als mit der Standard-Session zu arbeiten, aber war nicht die beste in den mittleren Jahren von unser Test. Und das bedeutet, dass diese Lösung mir nicht unbedingt gefällt. 22 Uhr bleibt am Moment noch die beste Lösung für mich, mit dieser Strategie zu arbeiten. Sie können natürlich weiter testen, ob mit anderen Stop-Werte es besser aussieht, ob es mit einem Take-Profit besser aussieht, ob eine andere Handelszeit noch besser wird. Das lasse ich auf Ihrem Tisch. Das war meine Analyse, das war meine Trading-Idee für alle Zuschauer. Larry Williams ist Top-Klasse und sein Ups funktioniert immer noch gut, wenn man das gut nutzen kann. Und diese Ideen werden hoffentlich auch eine Hilfe sein für alle, die einige neue oder alte Trade-Setups suchen. War interessant, abonnieren Sie meinen Kanal und vielleicht werden Sie noch neue Ideen bekommen bei den nächsten Ausgaben, wo Sie dann sofort eine Notifikation bekommen werden, wenn es etwas Neues gibt. Das war's. Ciao, ciao von dem verschnupften Andrea Unger aus Italien. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.